In diesem Beitrag möchte ich Ihnen unseren holistischen Simulationsansatz vorstellen, indem wir den kompletten Prozess vom Pulver bis zu den fertigen Bauteileigenschaften abbilden. Hier verwenden wir jeweils eine Kombination aus unterschiedlichen Simulationsmethoden, die wir jeweils als am besten geeignet identifiziert haben. Den Pulverauftrag simulieren wir mit der diskreten Elemente-Methode, mit der das Pulverfließverhalten geeignet abgebildet werden kann. Das Ergebnis dieser Simulation ist die Verteilung des Pulvers auf der Bauplattform. Dieses Pulver wird nun mit einem Laser geschmolzen. Eine Methode, die für die Simulation geeignet ist, ist die Smooth Particle Hydrodynamics. Diese Methode kann sämtliche physikalische Phänomene abbilden. Wie genau sieht es aus, wenn das Pulver schmilzt, Pulverpartikel miteinander fusionieren und die Schmelze anschließend wieder verfestigt? Ein wichtiges Ergebnis dieser Simulation ist die genaue Form des Schmelzpfads, aber auch die Temperaturhistorie. Denn diese beiden Informationen werden benötigt für die dritte Simulation, für die Vorhersage der Mikrostruktur. Für die Simulation der Mikrostruktur verwenden wir die Methode des zellulären Automaten. Wir nutzen hier die bereits simulierte Temperaturhistorie zur Berechnung der Wachstumskinetik der Mikrostruktur. Das Ergebnis dieser Simulation ist die Größe und Form der Körner, wobei wir die Gesamtheit aller Körner als Mikrostruktur verstehen. Mechanische Bauteileigenschaften. Das bedeutet, wie verhält sich ein Material, wenn es mit äußeren Kräften beaufschlagt wird. Diese Eigenschaften modellieren wir mit der finiten Elemente-Methode. Konkret nutzen wir hier die Mikrostruktur aus dem vorherigen Schritt und simulieren zahlreiche Kraftzustände. Nun messen wir die Reaktion der Mikrostruktur auf diese Kräfte und ermitteln daraus die mechanischen Eigenschaften von Interesse, wie zum Beispiel das E-Modul oder die maximale Spannung im Bauteil. Das Besondere an unserem Vorgehen ist, dass wir diese komplette Kette mit unseren Simulationsmethoden abdecken können.